Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder hier seid. Bei diesen zwei Bildern habe ich zuerst das Arbeitsmaterial bereitgelegt. Zwei kleine Spachtel, ein Pinsel und ein breiter Pinsel von etwa 4 cm und Ölkreide. Ich beginne mit einer dunkelblauen Ölkreide, male große Strukturen auf die beiden Blätter. Dann nehme ich die blaue Acrylfarbe mit dem schmalen Pinsel und male hellblaue Flächen. Ich achte darauf, dass die beiden Blätter nicht genau gleich aussehen. Ich wechsle auch ab mit größeren und kleineren Flächen. Jetzt nehme ich etwas Weiß und fülle das Blatt auf. Natürlich nicht das ganze Blatt, sondern auch nur wieder einige Stellen. Ganz spontan. Die Farbe darf sich auch ein bisschen mischen mit dem Hellblau. Die Farben lasse ich hier nicht trocknen. Ich arbeite nass in nass. Jetzt mache ich weiter mit einem Dunkelblau. Die Farben verlinke ich dir in den Kommentaren. Die Hauptfarbe dieser Bilder ist Blau. Grün ist die erste Kontrastfarbe, davon nehme ich viel, viel weniger. Die Hauptfarbe sollte hier etwa 70% ausmachen, 20% die erste Nebenfarbe und am Schluss nehme ich dann das Gelb, das macht dann etwa 10% aus. Und nochmal dunkelblau. Jetzt fülle ich nochmal mit einem bisschen Weiß auf. Mit dem schmalen Pinsel male ich jetzt die Ränder. Ich verdünne die Farbe mit etwas Wasser
Und weil es zu nass ist an den Rändern, tupfe ich das Wasser mit einem Haushaltspapier weg. Die Bilder sind jetzt trocken. Ich nehme die dunkelblaue Ölkreide und mache Linien über die Bilder. Ich arbeite hier sehr großzügig und sehr spontan. Für die feinen Linien nehme ich einen weichen Bleistift und male ganz spontan noch ein paar feine Linien. Auch wieder großzügig über die ganzen Bilder. Die zweite Kontrastfarbe ist ein warmes Gelb. Ich nehme einen ganz feinen Pinsel und male hier die Akzente. Kleine Flechten und ein paar Linien. Die Linien müssen aber nicht perfekt sein, einfach spontan. Und jetzt ist das Bild dann fertig. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn du meine Videos abonnierst und die Glocke drückst, dann hast du immer die neuesten Videos. Ich freue mich auch, wenn du meine Webseite besuchst. Hier mache ich noch mit der gelben Ölkreide die letzten Akzente. Hier siehst du noch die fertigen Bilder und Ausschnitte davon. Und tschüss!